Plattformökonomie ist ja auch so ein Schlagwort in allen Munden, die um sich greift. Und man kann sich das bei vielen Themen, konnte man sich das nicht so vorstellen, dann kann man das vorstellen und merkt auch, wie es funktioniert. Prominente Beispiele sind ja so das Thema Airbnb, wo ja jeder mittlerweile verstanden hat, wie Plattformökonomie funktioniert. Und natürlich ist das Thema auch 1:1 auf Gesundheitsversorgung übertragbar. Man kann sich im Gesundheitswesen auch ganz viele Märkte vorstellen, wo es Anbieter von Leistungen gibt, wo es eine Nachfrage gibt und wo man diese quasi die beiden Parteien, also den, der was sucht und den, der was hat, zusammenbringen kann auf einem virtuellen digitalen Marktplatz und dadurch Angebot und Nachfrage besser matcht. Und das würde auch im Gesundheitswesen zu dramatischen Veränderungen führen, weil die digitale Plattformökonomie wird auch im Gesundheitswesen Einzug halten. Gibt es jetzt schon. Es gibt schon beispielsweise Befundungsportale für radiologische Befundungen, wo Radiologen sich melden können, die Zeit haben, was zu befunden, wo andere ihre Bilder hochladen können, die befundet werden müssen. Das ist ein ganz kleines Beispiel. Es gibt Zweitmeinungsportale, wo der Patient fragt, wer kann mir eine Frage beantworten, sich ein entsprechender Arzt oder Ärztin meldet. Und so wird auch die Plattformökonomie im Gesundheitswesen dramatische Auswirkungen haben. Entscheidend wird sein, und das ist die viel, viel, viel spannendere Frage, wer bestimmt das? Bestimmen wir das? Die bisherigen Anbieter im Gesundheitswesen, die niedergelassenen Ärzte, die Kliniken, die anderen Berufe? Oder sind es die Big Player, ist es ein Google, ist es ein Amazon, die diese Plattformwelt uns diktieren werden und einfach digitale Angebote anbieten werden? Oder sind es Angebote, die wir sozusagen etablieren werden? Eins ist klar, der Patient entscheidet und der Patient wird da ganz klar mit den Füßen beziehungsweise mit dem Klick abstimmen und er wird das nachfragen, weil es einfach für so viele Themen, wenn das Vertrauen gegeben werden kann, wenn der Datenschutz sichergestellt ist, wird es in so vielen Punkten das Leben bzw. die Medizin verbessern, erleichtern, schneller machen, besser machen, zugänglicher machen. Aber das ist natürlich die spannende Frage, wer werden die Angebote sein, die sich nachher durchsetzen werden?